Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zurück seid zu einem neuen Video. Heute werde ich euch ein paar meiner Make-up-Favoriten zeigen, die ich euch empfehlen kann. Das meiste ist aus der Drogerie, also ist das easy für euch, das nachzushoppen, falls ihr euch für die Produkte irgendwie interessieren solltet. Und ja, ich wollte nochmal sagen, meine Ringleuchte ist irgendwie heute ein bisschen defekt. Es macht heute nicht das, was ich will. Deswegen musste ich mal von meiner Kamera das Licht anmachen. Deswegen scheint es so dermaßen in meine Augen, dass es ein bisschen weh tut. Es kann sein, dass ich mich verplapper und sonst was, weil es so unangenehm ist, in die Kamera zu gucken, weil das Licht so weh tut. Oh, ich hoffe, ihr versteht mich. Auf jeden Fall, ja, wir würden jetzt einfach mal loslegen. Viel Spaß. Würde ich gerne machen, aber naja. Das erste Produkt, was ich euch zeigen möchte, ist mein Make-up und das ist von Fit Me. Maybelline. Dieses hier. Das ist mein einzigstes Make-up, was ich überhaupt besitze. Einfach weil es mein Liebling ist und weil ich mir nichts nachkaufe, wenn ich weiß, dass es noch also was heißt halb voll, es ist noch ziemlich voll. Und ich habe es schon 3, 4 Jahre ungefähr, weil ich benutze nicht so häufig Make-up. Ich bin nicht so der Make-up-Träger, ich mache das lieber mit meinem Concealer, alles ein bisschen coveragen. Aber wenn ich so mal weggehe, feiern gehe, dies, das, Ananas, ist mehr in mein Gesicht. Einheitmäßiger sein muss, dann schnappe ich mir den hier. Der ist für normale bis trockene Haut und ich habe sehr trockene Haut und ich bin immer damit zufrieden. Es hat meine Haut nie ausgetrocknet. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es sogar meinem Gesicht ein bisschen mehr Feuchtigkeit spendet, obwohl das total unmöglich ist. Und wie ihr seht, mein Gesicht sieht jetzt nicht irgendwie davon zugeballert aus, dass meine Haut trocken aussieht. Wenn ihr meine vorherigen Videos schon mal gesehen habt, meine Make-up-Videos jetzt zum Beispiel, da habe ich das ja auch immer genutzt und ja, ich bin immer sehr, sehr zufrieden gewesen. Und es ist auch meine Hautfarbe, ist auch die hellste Farbe, würde ich behaupten. Und wie ihr sehen könnt, ist das auch so ein leichter Gelbstich und ich habe schon so ein gelbe Haut, aber in meinem Gesicht bin ich ja immer ein bisschen mehr röter und ich finde diese Gelb reduziert die Rötung in meinem Gesicht immer. Deswegen, ich bin eigentlich richtig zufrieden mit dem und ich möchte eigentlich gar nicht zu einem anderen wechseln und das wollte ich euch auf jeden Fall mal hier in dem Video gesagt haben, dass es mein einziges ist und ich das euch auf jeden Fall empfehlen kann. Für trockene Haut ist das auf jeden Fall richtig gut und es ist nicht mal teuer. Es kostet, glaube ich, 6, 7 Euro. Ich habe das schon allen meinen Freunden empfohlen, die auch trockene Haut haben und sie lieben den, könnten sich auch gar keinen anderen mehr vorstellen als diesen hier. Dann kommen wir zu einem Rouge. Ich würde euch am liebsten zwei meiner Lieblingsrouges zeigen, aber das geht leider nicht, denn das eine habe ich aus einem Online-Shop gekauft, das es aber nicht mehr gibt. Deswegen macht es keinen Sinn, euch das hier zu zeigen, weil wenn es euch gefallen würde, könntet ihr es ja nicht nachkaufen. Deswegen wäre es ein bisschen unsinnig. Aber diesmal habe ich mein anderes Lieblingsteil und das ist von Trinidad, mein Puder, die Nummer 010. Diese Farbe hier, das ist so ein Peach Rosa. Ich mag ja Rouge, was so ein bisschen peachig ist, total gerne. Rouge, was so ein bisschen orange ist, habe ich auch für mich entdeckt. Ich habe da mir von einer Bekannten aus einem Tauschvideo, falls ihr mein Tauschvideo noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch das mal gerne hier oben. Da habe ich diesen Rouge auch bekommen, den benutze ich auch sehr gerne, aber nicht so gern wie diesen hier. Und ja, ich mag die Farbe sehr, sehr gerne und das sieht super schön aus. Das habe ich auch gerade auf meinem Gesicht auf. Also dieses leichte rötliche, das ist auf jeden Fall mein Rouge. Dann möchte ich euch zwei meiner Lieblingsbronzer zeigen und das sind die beiden hier. Das könnten eigentlich Dupes sein sozusagen, denn die sehen von der Verpackung ähnlich aus und die Farbe von den Revive Loves Me Tropical Bronzer heißt Honolulu und das hier ist der Honolulu Bronzer. Es ist zwar nicht die Farbe, aber das ist die Marke Honolulu. Und ich zeige mal euch eben die Farbe, denn die Farbe ist der einzige Unterschied in dem ganzen Spiel und natürlich der Preis. Denn dieser hier, Honolulu heißt das, die Marke ist ein bisschen orangiger und das ist die hellste Farbe. Und dann haben wir hier die dunkelste Farbe, würde ich glaube ich behaupten. Das ist die 02, es gibt ja noch eine 01.
Das ist die hellste. Aber das ist schon ziemlich hell, Leute. Das könnt ihr glauben. Das trage ich nämlich hier auch schon drauf. Und das ist ein aschiger Ton. Ja. Das ist das einzige Unterschied. Die Farbe und der Preis. Je nachdem, wer das lieber mag. Wenn jemand 7, 8 Euro für Honolulu ausgeben möchte, das ein bisschen orangiger, stichiger ist, kann er das gerne machen. Oder einfach den Love Me Tropical Bronzer nehmen für 3 Euro ungefähr und das ist ein bisschen aschiger. Also ich könnte einen aschigen Bronzer jeden empfehlen, der ein bisschen hellhäutiger ist, so wie ich. Aber dieses Orange ist auch richtig schön, weil dann brauchst du keinen Bronzer mehr dazu nehmen. Und für Hellhäutige ist ein Orangeton eigentlich auch immer richtig schön, weil es sieht so gesund aus gleich und so richtig gesund gebräunt aus, finde ich. Deswegen sind das meine beiden Lieblingsbronzer. Kommen wir zu den Wimpern, und zwar Wimperntusche. Und das sind meine beiden Lieblingswimperntuschen. Einmal die Glamour Doll und einmal die Lash Princess. Die ist von Catrice und die ist von Essence. Und beide haben denselben Effekt. Die machen sehr schön lange, schwarze, voluminöse, lange Wimpern. Das war jetzt sehr viel. Aber ja, beide absolvieren das, was ich am liebsten mag. Und das habe ich euch eben gesagt. Und sind beide super günstig. Also die Essence sind ja sowieso günstig und es ist sowieso die Essence-Mascara gewesen, die alle lieben. Das ist die lilane. Ich glaube, die ist nicht wasserfest. Und einmal die Glamour Doll, die eigentlich auch jeder liebt. Und die ist auch nicht wasserfest. Ich mag es ja lieber, wenn die nicht so wasserfest sind. Was eigentlich total dumm ist, weil wasserfeste Wimperntusche ist immer am besten, aber beim Abschminken habe ich da immer totale Probleme, weil wenn ich mir zu doll an den Wimpern reiben muss, dann brennen die und das hasse ich, Leute, das hasse ich wirklich. Ja, aber die beiden kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, aus der Drogerie natürlich, und ich liebe die. Die absolvieren das, was ich mir auf jeden Fall wünsche für eine Wimperntusche. Und das tun die auf jeden Fall. Dann kommen wir zu Concealer. Da habe ich auch zwei meiner Lieblings-Concealer für euch rausgesucht. Und das ist einmal die von Manhattan und einmal die von Catrice. Und das ist beides die hellste Farbe. Aber wie man sieht, sehen beide anders aus. Das andere sieht und wirkt irgendwie ein bisschen dunkler und das andere ein bisschen heller. Aber das macht nichts. Denn beide matchen eigentlich quasi gleich, also da ist kein Unterschied. Und ja, so, dann sage ich euch kurz von der Deckkraft, falls es manchen interessieren sollte, das ist ja meistens so. Von der Manhattan ist die Deckkraft so mittelmäßig, aber für den Alltag ist das absolut mega. Und dann hier die von Catrice, die ist eine höhere Deckkraft. Sie ist nicht super High-Deckkraft, aber sie ist eine höhere Deckkraft als diese hier von Manhattan. Und von der Farbe her ist es eigentlich ähnlich, wenn sie unter den Augen sitzen. Und ja, das sind meine beiden Lieblinge. Und ja, kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Dann meine zwei Lip Liner, die auch aus dem Essence-Sortiment sind. Und das sind zwar die beiden hier. Das ist einmal die Nummer 09 und einmal die 03. Die 03 ist so ein dunkles Rot mit so einem leichten Braunstich. Das sieht super schön und elegant aus manchmal. Das trage ich sehr gerne. Und die 09 ist das, was ich hier auf den Lippen trage. Das ist mehr so ein Altrosa, kann man sagen. Und ich liebe diese Farben. Das sind eigentlich die beiden Farben, die ich immer trage. Immer. Ich benutze die eigentlich auch fast meistens immer nur alleine. Lippenstifte benutze ich tatsächlich seltener, obwohl ich so viele habe. Aber die beiden benutze ich aber einfach am liebsten, weil die immer zu jedem Augen-Make-up matchen, finde ich. Und auch immer so eine leichte Natürlichkeit haben. Und alleine trage ich sie auch sehr, sehr gerne. Und ja, was soll ich euch noch dazu sagen? Das sind wirklich gute Lip-Liner. Ich habe sie hier einmal für euch geswitcht. Das hier ist das Altrosa und das hier ist dieses dunkle Weinrot, kann man sagen. Ja,
sehr, sehr schöne Farben, kann ich euch empfehlen. Kosten fast gar nichts. Deswegen. Ja. So, dann sind es auch jetzt die letzten Produkte, die ich euch zeigen möchte. Und zwar sind das Augenbrauenprodukte. Das erste zeige ich euch und das ist das hier. Das ist von Trended Up, das Puder. Da steht Waterproof drauf. Das kann ich jetzt zwar nicht so empfehlen oder zustimmen. Ich habe das jetzt im Wasser noch nie ausgetestet, weil ich mich nie geschminkt habe im Wasser, sage ich euch ganz ehrlich. Aber ansonsten kann ich die Farbe euch sehr empfehlen. Das ist, glaube ich, die dunkelste Farbe. Das ist Nummer 020. Ich glaube, das ist die dunkelste oder die mittelste. Ja. Und die Farbe ist sehr, sehr schön und ich habe sie schon 2, 3, 4 Jahre oder so und dementsprechend sieht die auch aus. Ich brauche die jetzt auch auf und dann kaufe ich die mir auf jeden Fall neu. Die sind super ergiebig. Ich meine, man braucht für ein Augenbrauenpuder ja nicht super viel. Deswegen ist das super ergiebig und ja, wie gesagt, kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Kostet auch fast gar nichts. Und dann habe ich hier einmal noch, falls ich keine Lust habe, meine Augenbrauen zu schminken und morgens einfach so mit einem Augenbrauen-Tinted-Gel drüber zu gehen. Und das ist das hier. Das ist das von River Loves Me. Das ist auch eine neue Anschaffung von mir. Und ja, ich habe das auch für sehr, sehr gut empfunden. Meine Augenbrauen-Härchen bleiben auch immer da, wo sie sein sollten. Und das finde ich sehr, sehr gut. Das sollte halt auch das erfüllen. Und wie gesagt, da ist auch ein bisschen Farbe mit, damit das ein bisschen die Lücken ausfüllt. Das kann man, wie gesagt, auch alleine nutzen. Und so sieht das Bürstchen aus. Es ist sehr klein, deswegen kommt man da auch sehr, sehr gut mit klar, finde ich. Ja, auf jeden Fall sehr gute Produkte sind. Ja, Lieben, das waren dann auch schon alle meine Produkte, die ich liebe. Die kaufe ich mir schon Jahre nach und habe sie mit... Somit sie heute für euch weiterempfohlen. Vielleicht benutzt der eine oder andere die Produkte ja auch schon. Falls sie euch gefallen oder nicht gefallen sollte, dann lasst mir das doch mal gerne unten wissen, denn Geschmack ist ja bekanntlich immer anders. Ich würde mich sehr dafür interessieren, wie ihr darüber denkt, über die Produkte. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.